So, ich habe gerade die Pressekonferenz angeguckt von dem Fall aus Döbeln, von der vermissten 9-jährigen Valeria. Sie wurde in einem Waldstück tot aufgefunden. Das ist jetzt klar, nach der Sektion, nach der Autopsie kann das sicher gesagt werden, dass es sich um ihre sterblichen Überreste handelt. Wir gucken uns die Örtlichkeiten an, wo das genau gewesen ist. Das ist Döbeln. Der Schulweg muss gewesen sein. Ich weiß nicht von wo und wenn, dann könnte ich es euch auch jetzt nicht sagen, wo die genau wohnt. Ne, das natürlich privat ist. Oder wo die Eltern wohnen, die Mutter wohnt, besser gesagt. Irgendwo ist der Busbahnhof, da wollte sie hingehen. Und der Fundort der Leiche, an der Pressekonferenz wurden einige Sachen bekannt gegeben, andere Sachen natürlich nicht, aus ermittlungstaktischen Gründen. Ich sage euch alles, was da bekannt gegeben worden ist und was da zu relevant ist. Der Fundort der Leiche soll Hermsdorf, zwischen Hermsdorf und Malitzsch sein. Hermsdorf seht ihr hier. Das hier ist Hermsdorf. Also das hier alles. Und glaube ich noch irgendwie so ein Teil davon. Das ist ein Flickenteppich, glaube ich. Ich glaube, das noch gehört noch dazu oder so. Ich habe die Karte vorhin angeguckt. Diese genaue Abgrenzung. Na, hier unten ist Malitzsch. Wie macht er jetzt das so? Hier unten ist Malitzsch. Das da ist Malitzsch. Und in einem Waldstück zwischen Hermsdorf und Malitzsch, so ist das in den Medien berichtet und so wurde es auch in der PK gesagt, ist der Fundort der Leiche. Und wie konnte die denn gefunden werden? Der Schulweg war ja irgendwo anders, ne? Irgendwo, wo sie wohnt, bis zum Busbahnhof war der Schulweg und da haben die gesucht. Mit vielen Polizisten. Ich glaube, Anfang 70 am ersten oder 40 am ersten Abend und dann wurde es immer weiter ausgeweitet bis auf 400. Der Fall Arian hat ja die Messlatte ziemlich hochgesetzt für die Arbeit der Polizei. Und die haben sich nicht lumpen lassen, wenn wir so ausdrücken wollen, haben natürlich auch alles aufgefahren, was ging. In der ersten Nacht auch schon gleich mit Hubschrauber zwei Mantrailer, also Spürhunde eingesetzt. 40 oder 70 Beamte, irgend sowas, also viele schon mal in der ersten Nacht, also sofort all in, ne? Also nicht erst lange gezögert. An die Polizisten bei der PK auch nochmal gesondert drauf Wert gelegt, das ganz genau auszuführen, auch gleich mit Drohnen und so weiter. Und dann ging das natürlich weiter. Ne, Kind verschwunden, sieht ganz klar, ja, nach. Also es ist in der Stadt, da ist nicht. Natürlich wurde auch in der Mulde gesucht, in dem Fluss, ne? Einen Unfall kannst du nicht ausschließen und so, aber ja, Mädchen verschwinden auf dem Schulweg, plötzlich, keiner weiß, wo sie ist, spurlos verschwunden und so. Das sieht dann schon nach Verbrechen aus. So, ne? Von daher ist die Polizei dann also sofort tätig gewesen und am nächsten Tag, wo sie ihn immer noch nicht gefunden, die ganze Nacht über weg und nächsten Tag und so, dann sind natürlich die Suchmaßnahmen immer mehr intensiviert worden. Bis auf 400 Beamte, wenn mich nicht alles täuscht. So, Suchgebiet wurde immer weiter ausgeweitet. Und letztendlich hat man dann aber gefunden, also die Leiche tragischerweise finden müssen, durch einen Hinweis von ja, Bürgern. Und daran sieht man, wie wichtig das ist, dass sowas publik gemacht wird, dass das sowas auf Social Media, dass es im Fernsehen, dass es in Medien und so weiter überall verbreitet wird, ne? Das, weil Leute dann darauf aufmerksam werden. Und diese Frau, die den Hilferuf aus dem Wald gehört hat, hat diese Information ja auch erst nach einer Woche an die Polizei gegeben. Das war ein extrem wichtiger Hinweis. Der wäre in der Sekunde lebensrettend gewesen. Unter Umständen. Und wenn eine Person dann vielleicht länger hier festgehalten wird, noch irgendwie einen Tag oder noch ein paar Stunden lebt oder so, wisst ihr, was passiert. Und ja, ich kenne einen Fall, wo mehrere Tage verstrichen sind, wo eine Person noch lebte und so weiter und wirklich die Hinweise aus der Bevölkerung und dieses Verbreiten von dem Fall über Social Media, über Medien und so weiter extrem wichtig war. Ich glaube, eigentlich kenne ich viele Fälle, die so gelöst worden sind, über Facebook, über YouTube und so weiter. Ja, von daher ist es sehr wichtig, da Öffentlichkeit herzustellen. Und ich komme natürlich zu den ganzen wichtigen Informationen in dem Fall, in der Pressekonferenz bekannt gegeben worden sind. Fundort der Leiche zwischen Hermsdorf und Malitzsch in einem Waldgebiet. So, das kann ja nur das Waldgebiet sein. Hier oben ist Hermsdorf, hier unten ist Malitzsch. Das heißt, es muss sich hier um dieses Waldgebiet handeln. Ja, wird jetzt nicht hier irgendwo drum sein, sonst hätten sie ja gesagt zwischen Heßlar und Laßlitz oder zwischen Oberrandschütz, wie heißen die alle, und Zweinig oder sowas. Also, es war ganz zwischen Hermsdorf und Malitzsch. Also, dieses Waldgebiet, ich kann euch auch genau sagen, wo die Hilfeschreie gehört worden sind. Und zwar nahe den Knollenstein. Das ist irgendwie ein Naturschutzdings oder irgendwas da aus der Gegend. Kann ja mal einer kommentieren. Ne? Alle Informationen, die mir fehlen, wenn da einer was hat, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Da habe ich jetzt die Koordinaten über Wikipedia gefunden von dem Knollenstein und die Hilferufe aus dem Wald sollen nahe der Knollensteine gekommen sein. Und die Koordinaten der Knollensteine, was auch immer das sind, das habe ich vorher jetzt nicht immer alles durchgelesen, sind hier. Also irgendwo hier rechts der Straße.
auf der Höhe von dem, naja, gut, Hafen ist das nicht, diese Industrieanlage hier, Kelterei, habe ich mir gemerkt, von der anderen Karte so ungefähr in der Mitte davon. Luftlinie in der Mitte davon, also geradeaus hier rüber, so, dann kommst du genau dahin. Genau hier war der Punkt von den Koordinaten, von den Knollensteinen. Ja, und da das hier alles nur Feld ist und da irgendwie so ein Weg da reingeht oder was auch immer das ist, vermute ich, dass das hier die Knollensteine sind. Also wenn da jemand aus der Gegend ist, könnt ihr gerne erklären, was daran Knollensteine sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier. Und die Hilferufe sollen aus der Nähe der Knollensteine gekommen sein, aus einem Waldstück. So. Und da das hier kein Waldstück ist, sondern eine Baumreihe an einer Straße, kann es nur sich um dieses Waldgebiet handeln. Das heißt, hier wurden irgendwie Hilfeschreie gehört. Aber die Person muss ja auch irgendwo da unterwegs gewesen sein, ne? Also von der Straße aus hörst du hier, ja, spärlich. Also das ist richtig weit. Das sieht auf so Karten immer so klein aus. Aber das ist ein großes Haus mit Grundstück, Garten und so weiter. Und dann hier noch ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal der ganze Garten komplett rüber. Weiß niemand von hier, das hier hört. Von drinnen nicht, aber vielleicht hier vom Rand. Also könnte es auch hier irgendwo gewesen sein, ne? Letztendlich, also es kann sein, dass hier irgendwo die Hilfeschreie waren und hier irgendwo die Person war, die das wahrgenommen hat. Ja, es hieß ja nur nahe der Knollenstein, jetzt nicht genau da, sondern halt nahe. Ne? Es kann auch hier irgendwo, keine Ahnung, irgendwo anders gewesen sein. Also hier in dem Bereich. Und laut der Polizei ist der Fundort der Leiche unwegsames Gelände. Ja, weit, fernab von jeglichen Waldwegen oder Pfaden oder Straßen oder sowas, die da lang führen. Und was heißt, das muss ja, hier sieht man ja noch Wege, hier sieht man noch einen Weg. Was auch immer das hier ist. Ach so, das ist einfach ein Feld. So ein Trecker. Im Kreis fährt. Whatever. Genau, hier gibt es ja noch Straßen. Und hier gibt es auch noch so einen Feldweg. Oder ist das so ein Google Map? Das ist auch noch so ein Feldweg. Würde ich sagen. So, und dann hört es auf mit Feldwegen. Ne? Hier hinten, was ist das? Ein Flughafen? Oder? Nee. Ist auch irgend so ein komisches Feld. Ja, da muss das hier irgendwo tief in dem Waldgebiet sein, ne? Ist wahrscheinlich hier irgendwo die Entführung mit den Hilfeschreien hier vorne vermutlich. Und dann tief in den Wald rein. Wir kommen jetzt noch zu den ganzen anderen wichtigen Fakten. Keine Ahnung, wie tief im Wald oder sowas, ne? Aber auf jeden Fall unwegsames Gelände, schwer zugänglich und fernab jeglicher Waldwege und Pfade. Wobei hier auch schon wieder einer ist, ne? Ja, aber das sieht ja alles irgendwie klein aus. So, kommen wir zu dem Tatmotiv. Tat, Hergang, Todesursache, was hat da die Polizei bekannt gegeben und was nicht? Erstmal hat die Polizei gesagt, also ihr kennt ja wahrscheinlich die Umstände, wenn ihr den Fall verfolgt habt. Der Vater ist aus Ukraine, der kämpft an der Front in Ukraine, in dem schrecklichen Krieg Ukraine, Russland, Russische Föderation. Und die Mutter ist in Deutschland mit der Tochter, mit zwei Töchtern, eines drei, eines neun, sind nach Deutschland geflohen und die leben hier. Über die Mutter ist einiges bekannt, wie sie hier leben soll, aber das fällt jetzt in den Bereich, weiß nicht, üble Nachrede und Spekulationen. Da will ich mich jetzt nicht drüber auslassen, aber da gibt es wohl einige Hinweise, dass sie ein bisschen, sagen wir mal, merkwürdigen Lebensstil pflegt. Das kann aber auch einfach nur Gerüchte und Lügen sein. Von daher werde ich mich da nicht weiter reinknien in diese Thematik. Hat auch nichts mit dem Mordfall hier zu tun. Und ja, die Polizei ermittelt einen Mordfall, beziehungsweise die ermittelt im Bereich Mord und Totschlag, ne? Weil theoretisch das ja auch Totschlag sein könnte und nicht Mord. Ne? Ja. So, Motiv. Es wird ermittelt im Umfeld der Familie, wird aber wohl auch nichts ausgeschlossen, obwohl das nicht explizit gesagt worden ist. Es wurde nur erwähnt, dass die. Ich werde auch nichts falsch sagen. Es wurde nicht jetzt nur gesagt, dass nur im Familienumfeld ermittelt wird, aber so, das ist das, was explizit erwähnt worden ist, dass im näheren Familienumfeld ermittelt würde. Und aus ermittlungstaktischen Gründen gehen wir da auch nicht weiter ins Detail. Tatmotiv. Es liegt wohl kein Sexualdelikt zugrunde. So schreiben die Medien. Und die Polizistin hat gesagt, dass nicht von einem Sexualdelikt ausgegangen wird. Die Sektion, also die Autopsie, wurde letzte Nacht gemacht. Die ist ja gestern gefunden worden. Eine Leiche wurde gefunden. Und da wird ja erstmal eine Autopsie abgewartet, bevor dann gesagt wird, okay, das ist die Person und sowas. Ne?
Es wurde natürlich schon an Medien gegeben, dass das in Zusammenhang mit dem Fall steht, weil man das natürlich schon erkannt hat, dass es ein junges Mädchen ist und die ist da in der Gegend vermisst worden und so. Von da war man sich dann wohl schon sicher, man wartet natürlich die Autopsie erstmal ab. Und ja, da ist sicher, dass es sie ist. Warum man von keinem Sexualdelikt ausgeht, das ist dann normalerweise, wenn die Leiche bekleidet ist, nicht defuriert, keine Verletzung in den entsprechenden Bereichen und keine Anhaftung der entsprechenden Art. Das ist da wohl nicht der Fall gewesen. Letztendlich kann man trotzdem meiner Ansicht nach ein Sexualdelikt nicht ausschließen. Ich will mal erinnern an Dennis Rader, BTK, Mind Torture Kill, der zum Beispiel sexuelle Lust dabei empfunden hat bei dem Mordvorgang selber, für den das der Akt war. Oder Andrei Chikatilo, Serienmörder aus Russland, ehemalige Sowjetunion, der durch Impotenz und ein sehr, ja, gehen wir auch nicht weiter ins Detail, der durch gewisse Probleme, die er hatte, seine Mordlust in Kombination mit seiner Sexualität in Form von Bissen und Messer praktiziert hat, wie auch immer, Modus operandi. Ne? Also, weil solche Sachen nicht zu sehen sind, wäre das trotzdem nicht hundertprozentig auszuschließen. Auch ein Lustmörder, der letztendlich die Mordlust verspürt und diesen Sadismus oder Machtgier oder den Machtrausch beim Mord hat, wo sich das abgrenzen lässt von Sexualität, wäre ja auch möglich. Ne? Und dann auch Männer, bei denen diese Mord, was Morden, selber der Prozess des Mordens auch ein Teil ihrer Sexualität ist. Das gibt es ja auch. Zu Todesursache wurde gesagt, dass sie gewaltsam zu Tode gekommen ist. Es wurde zur Todesursache nichts weiter bekannt gegeben, vermutlich aus ermittlungstaktischen Gründen. Ja, das heißt, sie ist sicher gewaltsam zu Tode gekommen, also sie wurde sicher ermordet oder halt Totschlag. Ne? Und man geht nicht von einem Sexualdelikt aus. Was es dann sein könnte, ja, kann man nur mutmaßen, werde ich jetzt natürlich auch nicht irgendwie in eine übelste Spekulation verfallen. Was ich mir gerade noch gedacht habe, ist, wenn man sich überlegt, was in Ukraine abgeht, da ist Krieg, da sterben jeden Tag hunderte, tausende Menschen teilweise, auf beiden Seiten, schrecklicher Krieg, ja, ich wäre für einen baldigen Frieden und nicht weiter Eskalation der Sache, aber das steht jetzt auf einem anderen Blatt, aber da passieren natürlich schreckliche Sachen, da sterben Zivilisten, Frauen, Kinder, Männer, Soldaten, alte Leute, durch Artillerie, durch Bomben, ja, durch Kriegsgeschehen. Und da entstehen jetzt natürlich auch, sag ich mal, Feindschaften und Hass aufeinander, die längerfristig erhalten werden. Ja? Und weiß ich nicht, ob das damit irgendwie im Zusammenhang stehen könnte, dass ich das hier irgendwie, ne? Es ist ja im Krieg leider nicht so, dass sich die Kampfhandlungen auf Männer beschränken, die sich auf einem Schlachtfeld treffen, so wie es teilweise früher der Fall war, ne? Wo dann einfach Armeen von Tausenden, Zehntausenden Männern sich auf dem Schlachtfeld getroffen haben, gegeneinander gekämpft haben. Und die übrig geblieben sind, die haben gewonnen. So, und die Frauen, Kinder, Zivilisten, Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen und so weiter, die in den Städten dann jeweils lagen, die waren ausgenommen von den kriegerischen Handlungen. Ne? Das war früher teilweise so. Und das ist ja heutzutage nicht mehr so. Ne? Insbesondere in den letzten Jahrzehnten sind die Kriege immer krasser geworden. Im Ersten Weltkrieg zum Beispiel waren die zivilen Opfer noch vergleichsweise prozentual geringer als im Zweiten Weltkrieg. Und das ist natürlich von der Masse her gigantisch, im Zweiten Weltkrieg war. Und davon auch Städte bombardiert mit Artillerie und so weiter. Aber je früher man zurückgeht in der Geschichte, desto mehr findet man auch solche Fälle, wo einfach wirklich auf dem Schlachtfeld gekämpft worden sind und die Zivilisten einfach ausgelassen worden sind. Am schrecklichsten, am krassesten, also wirklich mit 90% zivilen Opfern und so weiter, sind tatsächlich die Kriege der letzten Jahrzehnte. Also so eine Humanisierung des Krieges oder sonst was hat nicht stattgefunden. Im Gegenteil, braucht man einfach nur mal seine Augen öffnen und sehen, was jetzt auch aktuell los ist. Wenn man da mal nach Nahen Osten guckt, wie viele zivile Opfer dort zu verzeichnen sind, dann checkt man so ein bisschen, was da heutzutage los ist. Und auch in der Ukraine sterben viel zu viele Zivilisten und auch Soldaten sollten nicht sterben, meiner Meinung nach. Der Frieden wäre auf jeden Fall die bessere Lösung. Aber ja, ob das da irgendwie in irgendeiner Art von schrecklichen Zusammenhang steht, weiß ich nicht. Keine Ahnung, will ich auch nicht spekulieren. Ich habe das jetzt nur mal so erwähnt, dass da ja natürlich
hunderte, tausende Menschen da jeden Tag sterben in Ukraine und dass die das Mädchen hier aus der Ukraine geflohen ist und der Vater in der Ukraine kämpft als Soldat der ukrainischen Armee. Ja, und die Mutter ist hier. So, was haben wir denn noch? Ich habe mir hier in kleinen Notizen gemacht, damit ich die wichtigsten Sachen sage. Was habe ich gesagt? Fundort haben wir Todesursache, ja, kein Gewalt zum Tode, Tatmotiv, kein Sexualdelikt, weiter noch nicht. Es wird natürlich ermittelt, also es gibt keinen Tatverdächtigen bis jetzt, es gibt noch keine Festnahmen. Stand jetzt, wo ich das Video hier aufnehme. Also 15 Uhr am 12.06. Gibt es keinen klaren Tatverdächtigen, keine Festnahme, weiß nicht, wer das war. Die Polizei hat natürlich darauf hingewiesen, dass sie unter Hochdruck ermittelt und sucht und dass sie 100% motiviert sind und dass sie dann unbedingt finden wollen, wer diese Tat begangen hat. Da gab es noch eine Sache, die Schule, das finde ich krass, die Schule des Mädchens, wo sie hätte auftauchen sollen, sie ist ja auf dem Schulweg verschwunden. Die Schule hat nicht informiert über das Fehlen von Valeria. Die haben einfach nicht Bescheid gesagt. Die ist nicht aufgetaucht und man muss ja sagen, ich meine, das sind ja die Stunden unter Umständen, in denen sie noch lebte und diese schreckliche Tat verübt worden ist. Wenn man da rechtzeitig Bescheid gesagt hätte und rechtzeitig die Polizei alarmiert hätte und die rechtzeitig da gewesen wäre und die auch an der richtigen Stelle gesucht hätten und die Person, die die Hilfeschreie gehört hat, vielleicht auch sofort die Polizei gerufen hätte. You know, das hört sich nach dem ein oder anderen Versäumnis an. Die Schule möchte dazu noch nichts sagen. Die Schule darin hat dazu keine Stellung bezogen. Und ich glaube, die Polizei, davon irgendjemand kam das Zitat, dass über mögliche Folgen davon, dass das spekulativ wäre. Ne? Also inwieweit da ja, das Unterlassen ne, vielleicht auch irgendwelche Konsequenzen hat. Das gibt es ja. Ne? Versäumnisse und Verstoß gegen Regeln, die dann irgendwie mannigfaltige und massive Auswirkungen negative Art haben. Steckbrief und so weiter ist ja jetzt traurigerweise und tragischerweise nicht mehr relevant, weil sie gefunden worden ist. Valeria war 1,40 Meter groß, dunkelblond, Haare mittellang. Lila T-Shirt hatte sie an, schwarze Jeans, helle türkise Jacke, dunkelblaue knöchelhohe Schuhe, rosa Schulranzen hatte sie bei sich und sie spricht gebrochen Deutsch. Und das ist wohl auch bei der Mutter der Fall mit dem Deutschproblem. Die Kommunikation mit der Mutter soll relativ schwierig sein. Ich weiß nicht, emotional aufgelöst oder wegen der Kommunikation. Also wegen der Sprachbarriere, das sollte man ja eigentlich mit Dolmetscher hinkriegen. Weiß nicht, warum das publik ist und auch an die Medien weitergegeben worden ist, dass die Kommunikation mit der Mutter schwierig ist. Ich weiß nicht, was da genau abläuft. Wenn ihr noch weitere Details habt, den Fall selber intensiv recherchiert habt und noch wichtige Infos habt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare hauen. Ja, meine Intention war jetzt eigentlich heute viel zu spät, 9 Tage zu spät. Versuchen mitzuhelfen, ein bisschen Reichweite zu machen und über den vermissten Fall zu berichten. Gestern, als ich das mitbekommen habe, gestern Abend, also okay, dann mache ich sofort ein Video dazu und, ne, also für heute. Hab das dann gegoogelt, wollte dann recherchieren den Fall. War auch wirklich schockiert, dass mir keiner Bescheid gesagt hat. 60.000 Leute haben mein Video zu Arian angeguckt, worüber ich berichtet habe. Kein einziger hat einen Kommentar geschrieben, hey, guck mal, hier ist ein neuer Fall, Valeria und so weiter. Und wie gesagt, ich suche nicht jeden Tag danach. Ich habe, wie gesagt, jahrelang versucht, da irgendwie was systematisch aufzubauen, dass man solche Fälle detektieren kann, finden kann und dann publik machen kann über die Reichweite, die ich habe. Und es funktioniert nicht systematisch. Also es funktioniert nur so, dass ich halt regelmäßig suche und natürlich auch nicht immer alles finde und dass ich Hinweise bekomme. Es gibt natürlich sehr viele Vermisstenfälle, die einfach wieder sich klären, wo Kinder dann wieder auftauchen oder Runaway Children, also einfach die weggerannt sind und dann wiederkommen oder so, oder die halt keinen Bock auf ihre Pflegefamilie oder ihr das Heim haben oder so und dann abhauen mal irgendwie in der Nacht und die sind wieder aufklären. Es bleiben auch von allen vermissten Fällen, das sind Hunderte jeden Tag, neue vermissten Fälle, 3% ungeklärt. Ne? Oder letztendlich dann, wo ein Verbrechen zugrunde liegt. Und diese vermissten Fälle dann zu finden und da sofort zu reagieren und sofort Öffentlichkeit herzustellen und Reichweite zu nutzen, ist sehr wichtig. Von daher bin ich auch auf Hinweise angewiesen, weil das ist ein riesengroßer Flickenteppich und man sieht nicht immer überall, es gibt keine Zentralstelle für vermissten Fälle, wo dann kategorisiert wird, so das sieht nach einem Verbrechen aus und das sieht nach einem anderen Dings aus. Du müsstest quasi von jedem Bundesland, weil das Ländersache ist, alles durchsuchen. Und dann die Fälle selber analysieren, was nach einem Verbrechen aussieht und was nicht, wo dir aber die Informationen fehlen, wo das eine Vermisstenanzeige gar nicht dabei steht. Ob dieses Teenager-Mädchen vielleicht schon öfter mal abgehauen ist und dass es jetzt nicht unbedingt nach einem Verbrechen aussieht oder es bestimmte Hinweise gibt, die dann ganz klar darauf deuten, dass du hast gar nicht die Möglichkeit
zu entscheiden, welcher ist jetzt wichtig, welcher hat Priorität, welchen sollte man publik machen. Und wenn diese Fälle dann publik werden, dann ist es schon zu spät. Dann ist es schon 3, 4, 5 Tage lang ein Kind verschwunden ist, wo von Anfang an nach einem Verbrechen aussah, ja, da ist dann irgendwie nach 4, 5, 6 Tagen, wenn dann letztendlich die ganzen Medien sich drauf stürzen und alle, ne, mit großer Reife dann auf einmal darüber reden, ist dann auch schon alles zu spät. Von daher, ich habe selber von diesem Fall gestern erst mitbekommen, ne, weil ich Mainstream-Medien boykottiere, vollständig. Und demnach leider sowas auch nicht mitbekommen. Ich suche dann natürlich von Zeit zu Zeit immer wieder nach vermissten Fällen und sowas, aber wenn so ein akuter Fall ist, bin ich tatsächlich auf Hinweise angewiesen. Ich würde immer sofort machen, wenn mir einer mitteilt, hier ist ein Vermissensfall, akuter Vermissensfall, der von nach einem Verbrechen aussieht und ich sehe einen Kommentar, sofort ein Video zu machen. Ich habe keinen einzigen Kommentar dazu bekommen, da selber gestern erst mitbekommen, am Rande, dass da sowas ist. Ansonsten hätte ich vom ersten Tag an hier schon drüber berichtet und versucht, da Reichweite herzustellen. Ja, man sieht auch, wie wichtig das ist, weil vielleicht die Person, die diese Hilfeschreie gehört hat, ne, vielleicht dann am Tag danach dann das Video sieht oder von mir aus einen Medienbericht oder von irgendjemand anderem ein Video oder sowas und dann sagt, okay, Mensch, jetzt, ne, habe ich realisiert, dass da was los ist. Vielleicht guckt die kein Fernsehen, vielleicht guckt die YouTube, vielleicht ist das eine junge Frau, die auf YouTube unterwegs ist oder von mir aus, was weiß ich, irgendeinen anderen Social Media, die kein Fernsehen guckt. So, oder wie ich gucke auch kein Mainstream, also Medien und so, ich habe das nicht mitbekommen. So, die hat das wahrscheinlich selber erst nach einer Woche mitbekommen. Hat das erstmal für nicht wichtig gehalten, dass sie den Hilferuf gehört hat oder so. Vielleicht sind da die Spielen da oder so. Oder habe ich Hilfe verstanden oder nicht oder so. Und hat erstmal gesagt, ja, ist wohl nicht wichtig. So. Und dann hat sie irgendwann eine Woche mitbekommen, hier wird ein kleines Kind vermisst. Und dann hat sie gesagt, warte mal, ich habe das Hilfeschreier gehört von einem Mädchen. Oh, vielleicht hängt das zusammen und ist dann hingegangen. So. Also, dass solche Hinweise so früh wie möglich an die Polizei kommen und man da vielleicht noch was machen kann oder Menschenleben retten kann, dafür ist extrem wichtig, dass Reichweite hergestellt wird und so früh wie möglich. Und manchmal sind die Medien halt noch nicht am Start. So, dann sagen die, okay, die ist jetzt ja ersten Tag verschwunden, wir berichten da jetzt noch nicht, das ist noch nicht krass genug für uns. Die kommen dann halt nach 4, 5 Tagen. Das habe ich auch schon erlebt, ja. In einem gewissen Fall, über den ich auch schon mehrfach geredet habe, wo ich damals dran gearbeitet habe und so weiter. Und dann, ne, haben wir in den ersten Tagen schon Videos gemacht, so nach 4 Tagen kam Sat1, Pro7 und so weiter mit dazu und haben darüber berichtet, dann deutschlandweit. Ne? Ich habe am Tag nach dem Verschwinden mit der Familie zusammengehalten und ein Video da gemacht. Und das ist halt wichtig, dass das schnell geht. So. Von daher, wenn ihr von einem Vermisstenfall mitbekommt, der sehr akut ist oder wo sich das echt nach einem Verbrechen aussieht und der ganz, sag ich mal, neu ist und so, und könnt ihr mir gerne einen Kommentar unter irgendeinem Video schreiben. Ich kriege das mit und würde dann sofort ein Video darüber machen. Hätte mich auch in dem Fall gefreut, aber natürlich, ja, liegt das auch an mir. Ich könnte natürlich auch jeden Tag gucken und suchen und so, ob es irgendwie so einen Fall gibt. Aber die Suche, wie gesagt, gestaltet sich sehr schwer. Ich habe auch schon mit hochrangigen Polizisten geredet, ob man da irgendwie eine Zentralstelle gibt oder ob man da irgendwas schaffen kann mit Zusammenarbeit, Polizei und Social Media. Das ging nicht, weil man müsste da eine Ausschreibung machen und bla bla. Die Ausschreibung wurde aber nie gemacht und anscheinend auch kein anderer, der da Interesse an sowas hat. Von daher ist das ziemlich schwierig, einfach mal eben zu googeln und dann rauszufinden, welcher akute Vermisstenfall sieht gerade nach einem Verbrechen aus und wo wäre das am besten, dass man da seine Reichweite für nutzt. Das ist schwer, einfach zu googeln, weil wie gesagt, 16 Bundesländer, jeder kocht sein eigenes Süppchen. Es gibt keine Zentralstelle, keine richtige Zentralstelle für Vermisstenfälle und keine, sag ich mal, Priorisierung, die dann irgendwie vorgenommen wird und zu wenig Informationen, die man darin bekommt, um das überhaupt selber zu machen. Das heißt, ja, wenn man sowas hört, gerne einen Kommentar schreiben oder was. Und natürlich habe ich jetzt auch nicht irgendwie Millionen Reichweite, so wie früher, ne, sondern halt, ne, das, den Bereich, der das so ist. Aber auch, wie gesagt, auch bei Arian waren es 50.000, 60.000 Leute, die das angeguckt haben. Und da kann eben die Person dabei sein, die den entscheidenden Hinweis hat. Das sollte da jeder mithelfen. Auch wenn du nur 1.000, 2.000, 3.000 Reichweite hast, ist das schon mal etwas so. Und ja, man kann da was machen, man kann da was erreichen und gerade über Social Media erreicht man viele junge Leute, die unterwegs sind, die das gehört haben, die in dem Bereich sind, die ne, vielleicht jung sind und vielleicht Geschwister haben und die das irgendwas gehört oder gesehen haben oder die auf die Schule gehen und so. Die Leute sind bei YouTube, die gucken nicht Aktenzeichen XY, ja? Und das sind oftmals Vermisstenfälle und so mit jungen Menschen, mit Teenagern und so weiter. Und kannst du mal sagen, wer da irgendwie abends mit dem Tee dann bei Aktenzeichen XY guckt von den Leuten? Die gucken gar keinen Fernsehen. Die sind auf YouTube, TikTok, Instagram und so weiter unterwegs. So, und da erreichst du halt viele Leute, die dann eben auch in vielen Fällen potenzielle Hinweisgeber sind. Und daher ist das so wichtig, solche Fälle, die nach einem Verbrechen aussehen, sofort in Social Media auch publik zu machen. Ja, und diese Unterscheidung zwischen den Fällen fällt natürlich vielen, die da keine Ahnung von haben, schwer. Und auch letztendlich deshalb, weil die Polizei so wenig Informationen, teilweise mit Grund natürlich, preisgibt, fällt das schwierig, das einzukategorisieren. Es gibt wieder hunderte Fälle jeden Tag, wo die Kinder, Jugendlichen und sonst was dann nach 1, 2 Stunden auftauchen, nach 1, 2 Tagen oder 1, 2 Wochen. Und da lag nie ein Verbrechen zugrunde, da lag ein freiwilliges Abhandensein zugrunde.
So, und dann gibt es diese 3% Fälle oder 1% Fälle, wo ein Verbrechen zugrunde liegt oder wo ein Cold Case draus wird, ein Vermisstenfall, der nie gelöst wird oder sonst was, wo man, je früher man was macht, das ist ungefähr wie bei der Behandlung von Krebs, aber je früher du was machst, desto höher sind die Chancen, dass du da was tun kannst, dass du eine Person retten kannst, dass ein Fall gelöst wird. Ne? Und da ist das wirklich wichtig, dass ich meinen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass ich Hinweise bekomme und Kommentare bekomme. Wie gesagt, ich mache jetzt seit genau 5, 6 Jahren oder sowas das Zeug. Ich habe tausende schreckliche Mordfälle gemacht und auch an echten Fällen, echten Vermisstenfällen, echte ungeklärte Mordfälle dran gewesen mit Familien zusammen und sowas. Und wirklich belastende Fälle. Nicht jedes komische Gerichtsvideo aus den USA ist so also belastend, aber wirklich viele Fälle gemacht, sodass ich in der Zeit, wo ich keine YouTube-Videos mache, wirklich dieses Thema einfach nicht mehr hören kann. Weil ich bin kein Polizist. Ich bin dafür nicht irgendwie professionell oder sonst was. Bin auch kein Privatdetektiv oder so, der das hauptsächlich beruflich macht und habe früher auch ganz andere YouTube-Videos gemacht mit Gaming und Comedy und so. Und das ist halt ein Thema, wo ne, das halt sehr, ja, wo meine Videos halt sehr bekannt geworden sind und so, und was ich halt darüber gemacht habe und analysiert habe. Und darum bin ich an das Thema gebunden. So. Von daher, ich habe tausende solche Fälle jetzt gemacht und natürlich ist dir irgendwann dein Kopf voll davon. So. Ich bin doch jetzt nicht, wenn ich im Privaten bin, wenn ich keine YouTube-Videos mache, nicht permanent die ganze Zeit immer noch mehr Mordfälle und so. Für mich ist das nicht so ein wow, spannend mit Popcorn, oh, krass Mord, was ist da passiert? Sondern für mich ist das immer empathisch, traurig, schockierend, belastend in gewissem Sinne. Ja? Kleinen Maße, nichts zu tun mit der Belastung, die Hinterbliebene oder Freunde, Bekannte oder sowas in so einem Fall haben. Das ist ein ganz anderes Universum. Aber das ist nicht so, dass ich da irgendwie, wow, spannend und voll Bock habe, das Angst. Das war mal so vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder sowas, wo diese Autopsie-Dings im Fernsehen lief und so abends und das ist so spannend gemacht und mit Musik und oioioi und nach der Werbung kommt, oh, wurde dies und das passiert. Dann sitzt man da, oh, spannend und so weiter. Und saugt das ein bisschen auch auf, aber da war auch schon so dieser empathische Anteil immer mit dabei, dass ich mir immer so gar nicht mehr richtig zugehört habe und so nachgedacht habe und so mich da reingefühlt habe und versucht habe zu verstehen, wie jemand so grausam sein kann und so. Und insbesondere in den Videos und in den Arbeiten, die ich mache und so weiter, das ist halt, ja, oftmals ist das schon krass, aber ich will es auch gar nicht rumjammern. Wir haben auch Streams gehabt, wo wir gequatscht haben und so, wo wir teilweise sogar gelacht haben oder auch Videos, die mehr so der Unterhaltung gedient haben mit irgendwelchen Gerichtsvideos oder sowas, ne, wo das jetzt nicht so krass belastet. Aber gerade die echten Fälle aus Deutschland, so, wo du dann die Familien kennenlernst und so und wo dann schreckliche Sachen passieren und sowas, das ist dann schon echt eine andere Nummer. So. Und davon hatte ich halt ja, Hunderte, also, oder auch von, sag ich mal, Fällen, die sehr krass waren anzugucken, so, ne. Vor allem, wo du dann noch so Home-Videos hast von den Mordopfern, kurz bevor die ermordet worden sind. Ne? Und da siehst du sie dann lachen und so und weißt, so, keine Ahnung, ein, zwei Tage später wurden die bestialisch abgeschlachtet und so. Das sind schon Sachen, da sage ich euch ehrlich, da geht das bei mir nicht irgendwie so, wow, spannend und so, überhaupt nicht. So, von daher befasse ich mich mit sowas überhaupt nicht, wenn ich nicht das hier auf YouTube mache. So, ich gucke ab und zu mal meine Kommentare rein und wenn da so ein Kommentar steht, wie, ey, guck dir mal den und den Fall an, das ist gerade aktuell vermisst, weil dann gucke ich da rein und dann mache ich das sofort, wenn das nach einem Verbrechen aussieht. So, von daher wäre das super, wenn sowas stattfindet. Ja, oder ich suche selber einfach öfter, keine Ahnung. So viel dazu. Es gibt da nicht mehr zu sagen, das ist der Ermittlungsstand. Es wird jetzt geguckt. Wer der Mörder ist, wer der Verbrecher ist, wenn irgendjemand Hinweise hat, an die Polizei wenden. Ich denke, die Kriminalpolizei in Chemnitz ist da zuständig. Die arbeitet an dem Fall. Noch eine Ermittlungsgruppe aus Leipzig? Nee, weiß ich nicht. Kriminalpolizei Chemnitz ist auf jeden Fall zuständig. Also anrufen, wenn man Hinweise hat, auf jeden Fall. Irgendwelche Beobachtungen gemacht hat. Es wurden vielleicht 500 Anwohner befragt. Keiner hat irgendwas gesehen. Ich meine, das Mädchen ist ja lang gelaufen. Das muss ja irgendjemand noch gesehen haben. Oder auch den Situationen der Entführung und vielleicht irgendjemand, der im Wald unterwegs war und noch nichts gesagt hat oder so. Auch alle möglichen anderen Beobachtungen, die da gemacht wurden. Denn Täter muss da ja irgendwie lang gekommen sein. Mit Auto, zu Fuß, mit Fahrrad, was weiß ich, mit irgendwas. Der muss da ja lang gekommen sein. Der muss ja von irgendjemand gesehen worden sein. Also es gibt viele Leute, die Erinnerungen an ihn im Kopf haben, aber nicht wissen, dass es der Mörder von ihr ist und die vielleicht wichtige Hinweise geben können. Wer ist da zu dem Zeitpunkt da lang gefahren? Welches Auto, was man normalerweise nicht sieht? Er hat vielleicht noch irgendwelche Kameraaufnahmen oder so, wo der Polizei noch nicht gesagt hat, dass er eine Kamera in seinem Haus hat. Die haben natürlich das auch alles abgesucht. Terabytes an Videodaten und so weiter. Aber wer kann da noch irgendwas zu beitragen? Da sich natürlich an die Polizei wenden. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.